liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um das BLM4 und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Schiebeschilder. Der Autor von diesem Mod heißt TemiRotZ. Und die Modgröße beträgt knapp 3,89 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser hier knapp 2 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann nur noch 1 Slot. Das Ganze finden wir hier auch unter Mods und DLCs. Und da haben wir hier schon das BLM4. Dieses Schiebeschild wiegt knapp 1,2 Tonnen und hat aktuell eine Arbeitsbreite von 4 Meter. Kostenpunkt in der Standardkonfiguration 5.100 Euro. In der Konfiguration habt ihr hier wählbar Zusatzaufbau mit Ja oder mit Nein. Dann könnt ihr hier wählen die Hauptfarbe hier in allen Farben, von zum Beispiel Grün auf Bergmann Blau oder gerne hier in Dunkelgrau. Sekundärfarbe habt ihr hier auch wählbar in John Deere Gelb, in Weiß oder auch hier in Schwarz Matt. Und die Zusatzaufbaufarbe habt ihr hier auch wählbar, wie zum Beispiel hier in Gelb, in Weiß oder auch hier in Stahl. Dann kostet euch dieses BLM4 aktuell in dieser Konfiguration knapp 6.400 Euro. Ich habe mir ein paar farbliche Modelle hier mal hingestellt. Einmal hier komplett in Schwarz, dann Grün und Schwarz oder halt auch Standard gelassen mit der Farbwahl und möchte dieses Schiebeschild natürlich auch gerne mal ausprobieren. Dazu nehmen wir hier einen Fendt und dieses Schiebeschild. Wir haben aktuell in unser Fahrsilo ein bisschen Häckselblut reingefahren und wollen dieses dann mal hier mit zusammenschieben. Wir fahren an das Schiebeschild hier und drücken X mit ankoppeln. Da habt ihr hier wählbar zum Beispiel L1 und X Schiebeschild aufklappen oder halt auch zuklappen. Dann habt ihr hier wählbar L1 und Kreis verheben und senken. Oder ihr habt es manuell wählbar mit L1 und rechter Stick nach oben oder nach unten, hoch und runter. Oder ihr könnt das Ganze mit L1 und rechter Stick nach links oder nach rechts, auch sogar hier nach vorne und nach hinten neigen. Sonst habt ihr hier aktuell keine Tastenbelegung möglich. Dann senken wir das Ganze hier mal, sodass das von der Höhe her passt. Und können hier auch dieses Häckselgut schön hier zusammenschieben oder halt auch auf einer Ebene verteilen. Ihr könnt das auch manuell hoch und runter fahren. Da habt ihr das Ganze hier schön verteilt im Fahrsilo. Ja. Das sieht dann auf jeden Fall auch schon sehr schick aus. Da könnt ihr nochmal drüber fahren. Dann mal hier im Prinzip eben hier mit dem Schiebeschild platt drücken. Ihr könnt das allerdings dann auch komplett wegnehmen. Also setzt ihr es komplett ab und könnt das Ganze auch komplett hier wegschieben. Bis zu einem gewissen Grad. Das geht auch. Hier können wir sogar ganz viel wegschieben und sogar alles an eine Ecke fahren. Ihr könnt das natürlich auch Platz sparen, wieder zusammenklappen und auch wiederum verstauen und halt auch farblich anpassen. Ist ein schönes Schiebeschild für größere Fahrsilos. Das hier war jetzt mal nur als Beispiel genommen. Ne? Und könnt euch auch das Ganze so konfigurieren, wie es euch am besten passt. Damit sind wir hier leider aber auch schon zum Ende von diesem Video hier angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt mir dies doch gerne bitte unten in die Kommentare. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.